Willkommen. Ich halte heute den Vortrag, wie man sich qualifiziert, um über Digital Business Ecosystems zu reden oder eher gesagt, sie zu erstellen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil fürs spätere Berufsleben. Also erstmal zu meiner Person. Ich bin 15 Jahre alt und gehe jetzt in die 11. und habe eben ein Unternehmen. Dieses nennt sich lorenzotorell.com. Und ich biete eben Beratungen und Trainings an für Unternehmen oder ich bin auch auf Summits unterwegs und ich halte eben Vorträge oder mache Workshops über Leadership Development und Digital Business Ecosystem Management, genau. Also, ja. Und ich bin eben im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, bald auch dann im englischsprachigen Raum oder generell im internationalen Umfeld. Und ich bin auch Mentor beim Accelerator-Programm von Daimler. Ja. Also zu meiner Agenda. Ich fange mit dem Impulsreferat an. Wie schon gesagt, das wird dann 20 Minuten oder 25 Minuten dauern. Und im Teil 2 beantworte ich dann Fragen, die Sie oder ihr dann habt. Ich habe also einen berühmten Leitspruch, der heißt, es braucht einen neuen Blickwinkel, nicht von der Gegenwart in die Zukunft schauen, sondern sich in die Zukunft versetzen und zurück in die Gegenwart blicken. Das habe ich mal gesagt, als ich in Linz war, auf dem Jahresgipfel von der Wirtschaftskammer Oberösterreich, genau, und das ist mir dort irgendwie in der Präsentation eingefallen und ich habe halt den Nagel irgendwie auch auf den Kopf dann getroffen. Also, dass man nicht mit dem heutigen Mindset schauen soll, wie die Innovationen dann aussehen werden, und weil man dann ja sowieso schon den Bias hat, aber sich erstmal versetzen in die Zukunft, beispielsweise 2030, und dann schauen, ja, wie hätten die Leute heute reagiert, was hätten wir anders gemacht und so weiter und so fort. Also, wie ich dann als bei meinem zweiten Event in Linz. Da war ich auch bei einem Jahressummit von einer Firma. Und dort habe ich dann eben gesagt, dass die selbstfahrenden Autos irreversibel sein werden. Also, dass sie einfach kommen werden und man auch nichts dagegen machen kann. Das ist auch ein Problem, was sehr viele Leute haben. Also, insbesondere jetzt im deutschsprachigen Raum, dass immer der Teufel an die Wand gemalt wird und auch immer sich direkt dagegen gestellt wird. Das ist eine Sache, die wirklich sehr typisch ist, also für alle Länder, aber im deutschsprachigen Raum ganz besonders. Also ich habe dann eben gesagt, an einem gewissen Punkt werden die traditionellen Autos, so wie man sie heute kennt, von den Innenstädten verbannt werden, weil sie einfach zu gefährlich sind. Also da ja 90% der Verkehrsunfälle durch menschliches Versagen entstehen, wären dann die auch einfach zu gefährlich, weil die selbstfahrenden Autos ja immer mit sich abstimmen, auf welcher Straße sie dann fahren, welche Kreuzung sie dann nehmen. Aber das traditionelle Auto kann das ja eben nicht machen, weil man ja nur einen menschlichen Fahrer hat. Ja, und dann das Lenkrad wird dann eben was für Nostalgieveranstaltungen sein. Es gibt es ja heute schon, dass man sich so auf irgendwelchen Plätzen trifft, irgendwelchen Privatgeländen und dort dann eben sein Auto fährt. Kann ich mir vorstellen, jedenfalls. Und ja, also ich meine, dass die Technologie irreversibel ist, also dass man nicht zurückkehren kann. Und genau das ist halt auch eben der Punkt darüber. Was auch viele Leute falsch verstehen in dieser Sache, zum Beispiel Smartphone oder nicht Smartphone, diese Frage stellt sich ja eben auch gar nicht, da das Smartphone einfach da ist und es wird jetzt auch nicht weggehen. In Berlin im Bundeswirtschaftsministerium habe ich dann mal gesagt, bei einem Forum, dass die Digitalisierung auf ein 200 Jahre altes Bildungssystem zu übertragen, ist wie eine Android-App auf ein iPhone zu installieren, weil die Digitalisierung nicht mit dem Bildungssystem gerade vereinbar ist. Und ich meine mit Digitalisierung nicht so, ob iPad oder nicht oder ob Smartphone im Unterricht oder nicht, sondern die Essenz des Bildungssystems und auch wie man mit den Kindern umgeht.
Dann habe ich auch noch auf meiner Website, in meinem Blog mal geschrieben, mein Appell an die Eltern von Grundschülern. Viele der aktuellen Berufe werden nicht mehr existieren, wenn ihre Kinder im Berufsleben stehen. Machen Sie sich daher rechtzeitig Gedanken, um ihre Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Das kennen Sie bestimmt selber ganz gut. Also wenn, als Sie in der Grundschule waren, da gab es ja bestimmt noch nicht den Job des Software-Designers, Programmierers oder des Influencers beispielsweise. Deshalb sollte man dann seine Kinder mal spinnen lassen und einfach überlegen, welche Berufe könnte es denn geben. Beispielsweise, ich habe mal vor 2 Jahren gesagt, den Beruf Digital Ecosystems Designer wird es bestimmt geben. Und siehe da, Adidas hat schon dafür eine Anzeige rausgehauen und auch für den Direktor dieser Position. Und die haben bis heute aber keinen gefunden, denn die Anzeige ist immer noch da. Henry Ford sagte mal, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Kaiser Wilhelm darauf, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Entscheidung. Da sieht man auch, dass die Politik da gar nicht so viel mit zu bestimmen hat, wenn es um die Technologie geht. Aber Kaiser Wilhelm musste das natürlich sagen, weil damals in der Pferdeindustrie waren ja eine Menge Leute angestellt und auch als Kutscher und so weiter und so fort. Deshalb muss er sich natürlich für das Volk einsetzen und nicht das Auto einführen. Und heutzutage stellen sich viele Politiker, besonders der konservativen Parteien, gegen das selbstfahrende Autos, wobei eigentlich aller Parteien, gegen das selbstfahrende Auto, da ja die Jobs in der Autoindustrie dann wahrscheinlich verloren gehen werden. Wichtig, um die Welt von morgen zu verstehen oder eher gesagt auch die Welt von heute, besonders für meine Altersgruppe, die jetzt sich dem Abitur nähert und die mittlere Reife schon hat, dass man neugierig bleibt. Also, dass man das Bekannte dann ausschließt und dass sich wirklich mal auf das Unbekannte fokussiert. Denn wenn man sich immer nur auf das Bekannte schließt, dann lebt man auch sehr langweilig, muss ich sagen. Und man findet auch keine neuen Nischen oder Ökosysteme oder auch Innovationen beispielsweise. Das heißt, man muss einfach immer neugierig bleiben und immer offen für Neues bleiben. Das ist die Grundmentalität dieses Denkens. Also hier sehen wir die Möbel AG, wie sie damals 1980 aussah oder auch heute noch in meinem Schulbuch so ist, in meinem Wirtschaftsschulbuch. Also ich habe jetzt keine Wirtschaft mehr, aber damals von der 8. bis in die 10. Klasse. Und dort ist halt eben die sind die Geschäftsprozesse aufgezeichnet, aber ohne irgendwelche aktuellen Dinge. Und ja, die Möbel AG würde heute dann wahrscheinlich so aussehen mit den neuen digitalen Technologien, die Geschäftsprozesse sind alle parallelisiert, die sind alle nebeneinander laufend und somit auch viel schneller und auch alles automatisiert, so wie man es heute schon in den Firmen sieht, besonders in den großen Industriefirmen wie Siemens und so weiter und so fort, wo es auch immer weniger Mitarbeiter gibt in der Produktion, weil die Maschinen erstens alles übernehmen und die Maschinen dann auch alles transportieren können. Oder die Logistikbranche, also um nochmal das Beispiel des selbstfahrenden Autos zu geben oder generell des autonomen Fahrens, also des sogenannten autonomen Fahrens, da das Fahren ja gerade autonom ist, weil jeder in seinem eigenen Auto sitzt, die Logistikbranche wird das ganz schnell aufgreifen, weil man ja nicht mehr die Fahrer bezahlen muss. Und diese selbstfahrenden Autos kommen ja nicht zum Spaß, sondern weil sie einen wirtschaftlichen Zweck haben. Und weil man mit ihnen Geld verdienen kann und vielleicht auch, weil sie der Umwelt nicht so schaden, aber das ist auch wieder so ein anderes Argument. Und deswegen rede ich auch über Business Ecosystems, weil die Hauptidee dieses Denken in Ökosystem ist, dass man Geld damit verdienen kann und das ist auch der Sinn davon, von einem Unternehmen, was auch viele immer vergessen bei solchen Sachen und sich dann in die Sozialromantik bewegen. Ja, Möbel AG könnte also solche Werkzeuge in ihren Geschäftsprozessen nutzen. Wie, warum, wann, welche, wo und wer. Also dieses Bild ist schon ein bisschen älter, wie man sieht. Da ist auch noch Wein drauf. Also RIP Wein ist ja jetzt, wurde ja aufgelöst.
Aber man könnte diese Tools eben auch benutzen oder man sollte diese Tools benutzen. Heutzutage stellt sich auch gar nicht mehr die Frage, wie man sieht, jedes Unternehmen hat eine Facebook-Seite. Ob die jetzt gut ist oder schlecht, das muss der Kunde entscheiden. Hier sehen wir noch ein paar Marken auf Snapchat. Snapchat ist auch ein Tool, was zum Beispiel verstanden wird von vielen Jugendlichen, aber nicht von der älteren Generation, die jetzt schon lange im Berufsleben ist. Aber Snapchat, um eine jugendliche Zielgruppe zu erreichen oder eine junge Zielgruppe, ist Snapchat sehr wichtig. Und da kommen wir auch wieder auf das Thema Reverse Mentoring. Vielleicht kennen Sie ja den Begriff. Erklärt also ein Jüngerer einem Älteren etwas oder einer Älteren. Und so mit Snapchat funktioniert das eben ziemlich gut und da braucht man dann auch keinen Social Media Berater im Unternehmen. Also neue Wearables, Kryptowährungen, selbstfahrende Autos, digitale Bildung gehen auch der an der Möbel AG nicht vorbei. Also wie wir schon, das ist von 2014 übrigens, also nee, von Anfang 2015, genau, als ich mal in Zürich war, da habe ich dieses Bild vorgestellt. Da habe ich auch über Kryptowährungen geredet und heutzutage ist es eine Normalität. Besonders da die meisten Währungen ja heutzutage schon Kryptowährungen sind. Oder beides eben. Also auch noch physisches Geld. Und was davon wird eben für die Geschäftsprozesse der Möbel AG interessant und wie lässt sich dann eben auch mehr Geld verdienen, der Sinn eines Unternehmens. Für jede unternehmerische Innovation gilt, sie muss nicht nur gemacht werden, sondern sie muss von den Nutzern auch akzeptiert werden. Und wie finden wir die neuen Facetten für neue Geschäftsmöglichkeiten? Und um die passenden Antworten zu finden, müssen wir zwei Fragen nachgehen. Also Frage 1, wie wird eine Idee für eine neue Technologie zu einer naturalisierten Technologie? Ich glaube, ich habe das Bild sogar auch. Ja, genau, das kann ich gleich zeigen. Oder Frage 2, wann gehört die naturalisierte Technologie zur mentalen DNA einer einzelnen Person? Hier hätten wir, ja, ob es eine Idee in den Alltag schafft oder nicht, da gibt es 7 Stufen vom Gottlieb Duttweiler Institut in der Schweiz. Also das erste ist einfach eine Vision, also einfach eine Idee. Der zweite ist ein Prototyp. Der dritte eingesetzt. Vierte der technische Durchbruch. Fünftens etabliert. Sechstens gewünscht und sieben naturalisiert. So, das Smartphone ist wahrscheinlich so als naturalisiert einzuordnen oder auch das Auto, das traditionelle Auto ist auch gerade als naturalisiert einzuordnen. Allerdings gibt es da noch andere Ideen, beispielsweise Hyperloop. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört von Elon Musk. Das ist wahrscheinlich ein Prototyp oder eher eine Vision, also so zwischen den beiden. Aber das wird sich, wenn das so weitergeht, dann wird sich das ganz schnell durchsetzen bis zu gewünscht oder etabliert. Und dann gibt es dann noch die andere Seite, nämlich das Mindset, das Bewusstsein. Denn man sagt ja immer, ja, der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen und so weiter und so fort. Aber es dreht sich alles um den Menschen. Also muss man sich da auch keine Sorgen machen, dass die Roboter irgendwas übernehmen. Denn der Mensch steht ja immer noch im Mittelpunkt, warum man diese Sachen überhaupt macht. Dann haben wir also auch wieder 7 Stufen. Einmal fremd. Das klingt wie Science Fiction. Also man kann sich's gar nicht vorstellen. Zweitens nicht akzeptiert, also Ideen, die weder umgesetzt werden können noch sollen. Drittens kontrovers, Nische, im Mainstream noch abgelehnt, aber in Nischen eingesetzt. Viertens der soziale Durchbruch, der Wandel von Bewusstsein oder Verhalten. Fünftens akzeptiert, wir gewöhnen uns daran, es zu verwenden. Sechstens gewünscht, es wird Teil des täglichen Lebens. Siebtens naturalisiert, es gehört zu unserer mentalen DNA. Und das Smartphone ist bei 7 bei uns. Also es ist genau naturalisiert. Und das Auto eben auch. Und das selbstfahrende Auto lässt sich dann wahrscheinlich so einordnen in 2 oder 3. Und damit kann man dann eben auch, da man denn natürlich das Ziel ist es, von jeder Innovation irgendwann mal bei 7 zu sein bei beiden Sachen. Hier, also habe ich mal ein paar Sachen ausgesucht, die für die Möbel AG interessant sein könnten. Kategorien von Disruption.
Also Wearables, Organdruck beispielsweise, also Erweiterung menschlicher Fähigkeiten, Veränderung der physischen Infrastruktur, also programmierbare Materie, die sich so bewegt, oder In-vitro-Fleisch, Fleisch, das so im Labor gezüchtet wurde, Organisationsdurchbrüche, also Kryptowährung oder Converged Computing, Veränderung der physischen Bewegung, also selbstfahrende Autos oder kommerzielle Raumfahrt, Veränderung der Evolution, Singularität oder Global Brain. Frühere Disruptionen waren beispielsweise Landwirtschaft, Flugreisen, Organtransplantation oder auch das Fernsehen. Was gehört denn eben zur Bildung 4.0? Also da habe ich meine Auswahl. Das hat auch mit Zukunftsmusik nichts zu tun. Viele Leute denken immer, ach, das ist ja noch so weit weg, damit haben wir noch gar nichts zu tun. Das stimmt eben nicht, denn wir haben da schon eine Firma in Schweden, die dann ihren Mitarbeitern oder ich glaube Mitarbeitern, die das ausprobieren wollten, einen Chip eingepflanzt hat und sie somit immer durch die Türen so durchlässt. Wir haben ja heutzutage diese Karten, die man immer dranhält, so auch im Fitness beispielsweise, wo man dann durchs Drehkreuz kann. Aber jetzt wird es dann eben so mit so einem Chip sein oder eben in dieser Firma. Ob das jetzt so sein wird oder nicht, das weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall keine Zukunftsmusik, denn es wurde ja schon eingeführt in der Firma. Und wie ich schon erwähnt habe, im neuen Internet stellt sich die Frage nicht mehr, ob man ein Smartphone oder Facebook benutzen sollte oder nicht. Ja, dann muss man sich nämlich zwei Fragen stellen. Welche Kompetenzen brauchen wir, um in dem globalen digitalen Ökosystem arbeiten zu können, und wie entwickeln wir diese Kompetenzen? Also das Problem ist, viele Menschen sind auch einfach realitätsfern, also besonders in meinem Alter. Die Leute denken, ach ja, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, dann wird alles so wie damals sein, oder eher gesagt wie jetzt heute, wo ich dann einfach mir einen Job suche und dann dort eben arbeite, so lange wie ich will, sozusagen. Das wird sich radikal ändern, und wahrscheinlich werden jetzt auch noch Berufe entstehen, wo die meisten noch gar nicht wissen, wo sie arbeiten werden. Also besonders nach dem Studium, da werden ganz viele neue Berufe entstehen, und deshalb muss man sich jetzt Gedanken machen, man muss jetzt eine gesellschaftliche Debatte anzetteln, was wir denn brauchen, um überhaupt zu überleben in dieser Gesellschaft. Denn wir leben schon in einer globalisierten Welt, aber die Inder tun das auch und die Chinesen tun das auch. Und diese Welt ist ein gnadenloser Konkurrenzkampf, besonders wenn wir nach dem Studium fertig sind, dann wird es richtig schwer, einen Job zu finden, wenn man diese Fähigkeiten nicht hat. Und deshalb muss das Bildungssystem verändert werden, um diese Kompetenzen zu fördern, oder eher gesagt, um die Generation einfach darauf vorzubereiten, was denn jetzt passiert. Denn viele wissen es nicht. Wir lernen Wahrheiten von vor 2000, von vor 2000, von 2005. Hier haben wir beispielsweise also das Internet of Things, die Internet of Things, die Anzahl, also 2013 11,2 Milliarden, und bis 2020 werden es 50,1 Milliarden sein. Viele fragen sich dann ja, was wird das denn sein oder warum denn überhaupt? Aber die haben alle ihren Sinn und sie haben auch alle ihre wirtschaftliche Nützlichkeit, weil sie ja verkauft werden. Und deshalb muss man den Sinn nicht hinterfragen, sondern einfach damit leben und mit der Situation zurechtkommen und nicht eben einfach dagegen sein. Wie ich schon erwähnt habe, also Neuland, 2017 hatten wir jetzt 30 Milliarden ungefähr, und 2020 werden es 50 Milliarden Internet of Things sein. Und es werden 21,7 Milliarden werden no eben neu entstehen, also laut dieser Statistik. Und diese neuen Ökosysteme werden gestaltet. Eher gesagt, ich glaube eher daran, dass es ein Ökosystem gibt, aber das einfach sehr riesig ist, aber man gliedert die eben in Unterökosysteme, weil man sonst einen Überblick verlieren würde, und man braucht dafür ein sehr, sehr großes Abstraktionsvermögen. Und neue Ökosysteme werden gestaltet und alte werden auch weiterhin erweitert. Hier haben wir also das Internet of Connected Things. Internet of Things, der Begriff schwebt ja irgendwie so rum. Also man hat hier die Cloud und da gibt es verschiedene Produkte und Sachen, die hier angeschlossen sind und auch untereinander vernetzt sind, und das macht das Ökosystem aus. Und in dieser Cloud sind eben auch die digitalen Zwillinge der Konsumenten.
was ein digitaler Zwilling ist, ist das digitale Abbild seiner selbst. Also beispielsweise von mir, wenn Sie auf mein Facebook gehen, da haben Sie einen Teil meines digitalen Zwillings. Und der digitale Zwilling ist auch viel genauer als unsere Gefühle. Beispielsweise, wenn ein Diabetiker so in seinen Finger immer den Bluttest rausnimmt, kann die App das viel genauer fühlen oder eher gesagt anzeigen, als es der Mensch selbst kann. Und ob er jetzt von seinen Gefühlen getrübt wird oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr, da man ja einfach alles überprüfen kann. Und Amazon Echo Look ist natürlich auch damit verknüpft, aber dazu komme ich auch später noch. Kann man hier das Video abspielen? Na, ich glaube nicht. Na, schade. Aber dann machen wir einfach weiter. Also, Pings für smarte Windeln. Also, ich habe ein Konzept, das heißt Ping-Pong-Thinking. Wie es der Name schon verrät, ist es immer ein Ping und ein Pong. Also, ein Vor und Zurück von Ideen, die man dann herumschmeißt und auch Fragen oder Antworten. Aber das Ganze sollte dann eben den Zweck haben, dass man dann am Ende etwas Neues oder etwas Altes verbessert oder etwas Neues kreiert. Hier haben wir also mal ein Zoom-In von dem Ökosystem. Also hier erstmal eine Windel mit Intel-Chip, dann noch den Windelnutzer oder die Windelnutzerin und die Eltern. Also da haben wir einmal die Windel, die ist direkt per Bluetooth mit dem App, mit der App vom Vater verbunden und da werden auch alle Daten direkt draufgespielt. Dann per Bluetooth geht es noch in die andere Richtung zu so einem Hub, zu einem Bluetooth-Hub und von dort aus gehen die Daten dann direkt in die Cloud rein. Und da kann sie ja dann auch die Mutter aus der Arbeit aufrufen. Die Windel dann zu voll, die Körpertemperatur zu hoch oder der Schlaf des Babys zu unruhig. Sendet der Diaperpie eben eine Benachrichtigung per Bluetooth an die Smartphones der Eltern und an die Cloud und der Zwilling vom digitalen, der Zwilling vom Baby wird eben immer fortlaufend aktualisiert. Aber Diaperpie wird dann erst zu einer smarten Windel, wenn die lokale Duftnote mehr Akteuren im Netz Freude bereitet. Denn nur einzelne Internet of Things sind in den Business Ecosystems keine Erfolgsgaranten. Also, wie ich das meine. Einzelne Internet of Things bringen nichts, da der Service ja immer mit mehreren Geräten zu tun hat. Somit muss das Ganze immer verknüpft sein. Und wenn einfach nur eins da ist, dann wird man wahrscheinlich auch keinen Nutzen darin finden. Ich rede auch gerne vom Internet of Services, denn die Windel alleine ist ja einfach nicht smart. Sondern der Service, nämlich dass die Daten geteilt werden können, macht das Ganze zur smarten Windel. Und wer Ökosysteme im Neuland-Internet entdeckt, gestaltet oder anbietet, wird unternehmerische Erfolge haben und das kann man auch so sehen schon heute. Hier habe ich das Ganze nochmal erweitert. Die Folien habe ich entnommen meiner Präsentation auf der Hannover Messe, genau als ich bei Siemens einen Vortrag hatte auf dem Panel. Und dort habe ich dann hier noch diesen Dash-Button eingefügt. Denn bei diesem Dash-Button kann man, der Dash-Button ist eine Erfindung von Amazon, da drückt man dann drauf und da werden dann neue Windeln eben bestellt. Und wenn dann eben die Windel voll ist, kann die Mutter dann, wenn die Windeln alle sind, dann kann die Mutter eben einfach neue bestellen. Allerdings hat Amazon das eigene Produkt disruptiert, denn das war jetzt nur so eine Übergangslösung. Also wir reden da immer so von so Brückentechnologien. Das ist nur, um die Menschen daran zu gewöhnen, der Knopf, aber dann kommt Amazon Echo. Bestimmt. Also wir haben dann einfach schon, der Chip bestellt einfach schon von sich selber aus neue Windeln. Oder man sagt dann Amazon Echo einfach, ja, wir brauchen neue Windeln und da werden schon wieder neue bestellt. Das heißt, dieser Knopf wird einfach überflüssig.
Also hier ist ein spanischer Comic, da wird also dann eben gesagt, ich sende jetzt der Mama eine WhatsApp-Nachricht, damit sie mich putzen kommt. Allerdings brauche das ja jetzt nicht mehr. Also das habe ich 2015 gezeigt. Aber jetzt ist es unnötig, weil ja Amazon Echo Look, er kann dann Amazon Echo Look einfach einmal schreien, Mama, und dann kommt Mama auch schon wieder her, weil sie die Benachrichtigung direkt bekommt. Das heißt, er muss nichts selber machen dann. Und die Bots werden 99% der Apps killen, weil du ja dann nichts mehr selber machen musst, sondern die Bots dann einfach automatisch schon Sachen bestellen. Also haben wir zum Beispiel Siri, man fragt dann eben, Siri, ist noch Bier im Kühlschrank? Und die antwortet dann, sage ich nicht, frag doch deine neue Freundin Alexa mit ihrem Echo Look. Und man kann dann auch einfach fragen, ja, Siri, welche Apps werde ich benutzen, wenn ich 15 bin? Und das ist auch ein Mangel am, wie soll ich sagen, am Bildungssystem, weil man ja immer fragt, ja, okay, man wird ja nicht auf die Zukunft vorbereitet. Einem wird dann immer gesagt, was jetzt gerade los ist, aber dann wird nicht irgendwie gesagt, dass was kommen könnte, oder man forscht selber nicht. Man saugt das einfach aus und lernt das dann eben auswendig, aber mehr bringt es einem nicht. Und das ist halt auch keine Vorbereitung für das Arbeitsleben, denn jeder weiß, das Arbeitsleben besteht nicht aus auswendig lernen, und die Schule ist auch nicht das echte Leben, sondern das Arbeitsleben ist das echte Leben. Aber daran müssen sich erstmal viele noch gewöhnen. Also hier habe ich auch noch einen Ausschnitt von dem Ökosystem. Also hier haben wir dann eben MindSphere, die Cloud von Siemens, Windows Azure, die gehen dann Hand in Hand. Und dann Oli, den selbstfahrenden Bus, ja, dann die Windel und den Gerber-Knopf. Allerdings habe ich dann bemerkt, im Zug zurück nach Hause von der Hannover Messe, dass es eigentlich schon automatisiert sein könnte. Das heißt, dass da schon Echo Look einfach ist. Das heißt, man braucht gar nicht mehr diesen Knopf. Aber das ist mir dann erst im Zug zurück aufgefallen. Ja, Siemens macht da auch eine Menge Werbung für MindSphere, weil sie auch das eben voranpushen wollen. Sie haben da auch noch einen eigenen Accelerator und sind auch in dieser Frenemy-Sache mit Startup Autobahn. Hier noch ein weiteres Praxisbeispiel, Pinks für Spargelliebhaber. Also wir haben hier das Ökosystem für Spargelliebhaber. Also das ist eine App von Bosch oder so ein Spargelanbau 2.0 haben sie es genannt. Da sehen wir also einmal die Sensorbox, der hier das ist so ein Erdspieß, meine ich. Ein Erdspieß, dort sind die Sensoren drin. Da dran eine Sensorbox, und die Sensorbox sendet das Ganze über die Cloud, an die Cloud, und von der Cloud kann man es dann auch auf seinem Handy anschauen. Das heißt, es wird eigentlich nie wieder Fehlernten geben, wenn es um Spargel geht, da man ja auch genau die Temperatur und auch die Feuchtigkeit der Erde dann regulieren kann. So, man kann dann auch, und die App kann einem dann direkt vorschlagen, welcher Wein denn am besten dazu passen könnte. Ja, hier also eben doch schon, wie ich erklärt habe, dass die Neugier das Wichtigste ist. Also so wie ich schaue dann halt immer im Internet, was es so gibt, und erzähle das dann und verarbeite das dann auch selber und denke dann immer weiter in diesem Ökosystem. Wer würde denn noch in einem Ökosystem sein? Oder ihr gesagt, meine Firma, wir entwickeln die Lieder für die digitalen Ökosysteme, für die Business-Ökosysteme. Dafür braucht man eben Fähigkeiten, die habe ich hier alle aufgelistet. Beispielsweise Design-Mindset, also so wie wir von diesen Stufen da geredet haben, von den Innovationsstufen, aber eben von der Mindset-Seite der Menschen. Oder Computational Thinking, also wie denkt ein Computer? Also das hat nichts mit Programmieren zu tun, aber man sollte dann eben die W-Fragen beantworten können im Sinne des Computers.
oder Sense-Making, das alles ineinander übergreifen kann und dass auch nichts so irrational ist. Kohärentes Lernen, dass man Zusammenhänge in verschiedenen Fächern einfach miteinander vergleichen kann oder eher gesagt immer miteinander vergleicht. Cross-Cultural Competency, also cross-kulturell, das hat nichts jetzt mit Multikulti oder so einer Debatte zu tun, sondern dass man einfach in verschiedenen Kulturblasen sich nahtlos bewegen kann. Und das ist auch eine sehr große Fähigkeit von allen Vorständen beispielsweise, die internationale Unternehmen haben, da sich es dann in verschiedenen Kulturen und auch Arbeitskulturen, das ist ja genau das Wichtige, bewegen können. Ja, Transdisziplinarität, also dass man als Personaler sich auch mit den Leuten von der Produktentwicklung unterhalten kann. Virtual Collaboration, das, was wir hier gerade machen, also einfach über ein bestimmtes Medium miteinander kommunizieren oder eher gesagt im Internet, denn im Internet kann man sich ja überall treffen. Dann Resilienz, ganz wichtig ist Resilienz, denn das Leben ist von Rückschlägen geprägt, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Ja, und soziale Intelligenz, das wird auch immer wichtiger, die soziale Intelligenz, denn damals konnte man sich ein bisschen davor drücken, aber da jetzt diese Maschinen kommen, müssen die Menschen auch enger zusammenrücken und mehr miteinander kommunizieren. Und wer eben am besten kommunizieren kann und diese Fähigkeiten hat, der wird auch am meisten Erfolg haben. Ja, also hier habe ich einen eigentlich der besten Comics. Also ich würde gerne dann bei der Abschlussrede, ich würde gerne dem Internet danken, Google, Wikipedia, Microsoft Office. Und am wichtigsten Copy-Paste. Und bald wird es dann so sein, dass man dann eben Alexa, Siri und Cortana Danke sagt für die ganze Arbeit.